Murdochs Musikminute. Heute eine Teenie-Pop-Platte aus den späten 70ern, sollte man jedenfalls annehmen, wenn man sich das Alter der drei involvierten Musiker ansieht. Die waren nämlich damals alle gerade mal Anfang 20 und das war schon ihr drittes Album. Die Rede ist von der Band The Jam. Berühmteste Vertreter des sogenannten Mod-Revivals in den späten 70er und früher 80er Jahren. Die Mods. Eine Jugendbewegung, die man wahrscheinlich nur so wirklich in Großbritannien verstanden hat, wo die Mods auch herkamen. Mods steht abgekürzt für Modernists und stellte eine Jugendbewegung in den 60er Jahren dar, die vor allem Mitglieder der Arbeiter- und unteren Mittelschicht angesprochen hat. Die Mods kleideten sich gerne in teuren Anzügen, fuhren italienische Vespas, die sie mit Hunderten von Spiegeln drapierten, und hörten Jazzmusik, Soul, aber auch frühe Reggae- und Ska-Platten. Vor allem aber gab es eigene Mod-Bands, die einen ganz speziellen Sound kreierten. Im Vergleich zu einigen anderen Beat-Bands der 60er Jahre sind die Mod-Bands ziemlich krachig gewesen. Immerhin sind die bekanntesten Vertreter dieser Bewegung, zumindest waren sie es in ihren Wurzeln, die berühmten The Who. So brachial wie deren Sound damals auch eines der Lieblingshobbys der Mods, sich nämlich von den Retro-Rock'n'Rollern in Lederjacken und mit Motorrädern, den sogenannten Teddy Boys, abzugrenzen. Manchmal so sehr abzugrenzen, dass man sich zusammen in Brighton traf und zunächst einmal dort das Strandmobiliar und dann sich gegenseitig vermöbelte. Fast forward in die späten 70er und plötzlich sind die Mods wieder in. Irgendwie mitgespült mit der Punkwelle wurde der Sound und auch der Kleidungsstil der Mods plötzlich wieder en vogue. Nicht strubbelig und anarchisch wie die Punkrocker, sondern adrett und stylisch, aber irgendwie doch aggressionsgeladen. Ganz vorneweg drei junge Männer aus der Nähe von London. The Jam. Auf diesem, ihrem dritten Album, lösen sie sich aus dem stilistisch engen Korsett des Punkrock und besonders der Hauptsongwriter Paul Weller schafft es hier zu einer frühen Vollendung und stilistischer Vielfalt. Sie mögen vielleicht all die modernen Annehmlichkeiten auf diesem Album besingen, es ist allerdings vor allem ein moderner Klassiker. The Jam waren quasi das Power-Trio für die New Wave und Power-Pop-Generation neben The Police. Paul Weller, Gesang und Gitarre, Bruce Foxton, Bass und Gesang, Rick Buckler, Schlagzeug. Alle drei kamen aus der Kleinstadt Woking in der Nähe von London, die mir in erster Linie eigentlich nur dadurch bekannt ist, dass der klassische Science-Fiction-Roman Krieg der Welten von H.G. Wells großteils dort spielen soll. Krieg der Welten herrschte auch ein bisschen in den späten 70ern oder vielleicht eher Krieg der Klassen. Mittel- und Arbeiterschicht wollte es der gehobenen Elite mal so ordentlich zeigen und aus diesem Geist heraus erwuchsen eben Punk, aber auch das Mod-Revival. Dass Mitglieder vieler federführender Punkbands aus den Kunstschulen und der gut situierten Mittelklasse stammten, tat diesem vermeintlichen Spirit offenbar keinen Abbruch. Das Debütalbum von The Jam war ein echter Achtungserfolg und bestach durch seine elektrische, juvenile Energie. Schnell hingefetzte Songs, die mit hohem Tempo und intelligenten Texten das Punk-Publikum bedienten. Auf dem zweiten Album, This is the Modern World, wurde es dann schon schwerer. Die Plattenfirma machte Druck, das Ganze sollte ziemlich schnell hinterhergeschossen werden und so klingt dann auch vieles auf diesem zweiten Album. Aus meiner Sicht leider eine etwas blasse Kopie des Debüts und, wie Plattenfirmen so sind, nachdem das dann nicht ganz so gefruchtet hatte, geriet The Jam auch schon unter Druck. Was andere Bands vielleicht zum Aufgeben bewogen hätte, stellte in diesem Fall den
Auftakt einer kurzen, aber intensiven Bandkarriere dar, die The Jam 18 Top 40 Singles in Großbritannien bescherte, davon 4 Nummer 1 Hits. Besonders nach ihrer aktiven Zeit blieben sie eine unglaublich einflussreiche Band für viele Gitarren- und Britpop-Bands der 90er Jahre. Doch davon konnte man 1977 und 78 wohl noch nichts ahnen. Das dritte Album, All Mod Cons, stand anfangs also unter keinem guten Stern. The Jam hatten es nicht geschafft, das amerikanische Publikum zu überzeugen. Vielleicht war es auch nicht die beste Idee gewesen, sie als Vorband für zum Beispiel klassische Hardrocker wie Blue Oyster Cult in den USA spielen zu lassen. Nach dem enttäuschenden zweiten Album musste das Nachfolgewerk etwas wirklich Besonderes werden und führte durch diesen Druck bei Paul Weller erst einmal zu einer Schreibblockade und allgemein geringem Enthusiasmus. Von einigen seiner Songs selbst nicht sonderlich angetan oder überzeugt, begannen die Sessions für All Mod Cons, schließlich aber kamen die Songs dann doch. Und als das Album schließlich veröffentlicht wurde, ließ es zumindest das United Kingdom aufhorchen. Gleich mit dem Eröffnungsstück, das auch gleichzeitig der Titelsong ist, prescht das Album los. All Mod Cons ist gerade mal 1 Minute 20 lang und somit ein klassischer Punk-Song. Die Gitarren geben ein einprägsames Riff vor, dem dann auch die Gesangsmelodie folgt. Wie schon auf den ersten beiden Alben tritt Paul Weller hier als zorniger junger Mann auf. Diesmal wettert er allerdings ganz eindeutig gegen falsche Freunde, die sich nur in Zeiten des Erfolgs im Glanze der Band sonnen wollen, beziehungsweise eindeutig auch gegen die Plattenfirma los. Künstlerische Freiheit, macht was ihr wollt, seht nur zu, dass das Geld nicht ausgeht. In eine ähnliche Kerbe schlägt der nächste Song To Be Someone. Weller besingt einerseits den Traum, wie es denn wäre, jemand zu sein, also berühmt und reich. Aber in dem 2,5-minütigen Song ist auch Zeit für die Kehrseite, was nämlich dann ist, wenn der Ruhm vergangen ist. Auch hier spielt die elektrische Gitarre im scharfen Staccato des Zeitgeistes. Der Song zeigt aber schon, dass The Jam ihrer Musik zunehmend etwas mehr Freiraum lassen wollte. Es gibt kleine Pausen mit subtiler arrangierten Gitarrenarpeggios, hämmerndes Klavier als zusätzliches Instrument und die Band kommt auch langsam drauf, wie man druckvolle Songs spielt, ohne gleich immer mit 200 PS davon zu sausen. Der erste richtige Leckerbissen auf diesem Album kommt dann mit Titel Nummer 3, Mr. Clean, also Herr Saubermann. Dieses Stück überrascht durch ein wirklich ausgefeiltes Arrangement und eine Struktur, die abenteuerlustig vom klassischen geradlinigen Powerpop weggeht. Das Tempo ist gedrosselt, die Wut von Paul Weller kaum. Eine bedrohliche elektrische Gitarre eröffnet den Song mit einem dieser für The Jam typischen etwas abgehackten Gitarrenlicks. Später gibt es dann aber einen Mittelteil, in dem es plötzlich akustisch wird und der Song entwickelt sich dann musikalisch ein bisschen in eine andere Richtung weiter. Achtung, Achtung, Zeit für ein kleines F-Wort in den Lyrics. Ist sogar auch noch. Dieser Song reiht sich ein in die Tradition der Charakterstudien eines Ray Davies von den Kings und dürfte mit dieser Art auch Blur's Damon Albarn beeinflusst haben auf den Alben Parklife oder The Great Escape. Diese Orientierung an den Großen der 60er Jahre wird dann ganz dick unterstrichen mit der nächsten Nummer, einem Cover des Kings-Songs David Watts.
Der Song über den Neid auf den in allen Belangen offenbar erfolgreichen und umschwärmten David Watts, den Captain des Schulteams, der immer gut aussieht und vergnügt ist und natürlich auch der größte Mädchenschwarm ist, war schon im Original der Kinks eine adrenalingesättigte Nummer und wird von The Jam noch ein bisschen angepunkt. Das Cover kommt über das Original der Kinks nicht hinaus, ist aber eine wunderschöne Verbeugung vor den großen Vorbildern des Paul Weller. Ganz schön mutig, sich als junge Band so eindeutig mit den Großen zu messen. Dass es Paul Weller selbst zu einem ernstzunehmenden, großartigen Songwriter gebracht hatte, demonstriert er dann allerdings gleich selbst mit den nächsten zwei Songs auf dem Album. Zunächst English Rose. Ein bisschen schamhaft versteckt, denn angeblich auf Wellers Wunsch hin, dieser Song scheint zumindest bei den Originalversionen des Albums weder hinten auf dem Cover noch auf der Innenseite bei den abgedruckten Texten auf. Vielleicht, weil er wirklich ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Bisher noch nie auf einem Jam-Album dagewesen, ist English Rose eine rein akustische Ballade. Weller spielt akustische Gitarre mit vom Jazz oder vielleicht Bossa Nova beeinflussten Akkorden und was vom Titel her vielleicht nach einer patriotischen Ballade klingt, entpuppt sich als ein wunderschönes, zartes Liebeslied. Die A-Seite schließt dann mit In the Crowd, einem neben English Rose wirklichem Highlight der ersten Seite. Bei diesem Song stimmt einfach alles. Es beginnt mit einem einprägsamen Gitarrenriff, die Melodie ist hymnisch und lädt zum Mitsingen ein und dann gibt es noch ein leicht psychedelisches Outro. Vergleicht man das mit den ersten zwei The Jam-Alben, stellt man wirklich schnell fest, dass sich das Songwriting bei The Jam sprunghaft weiterentwickelt hatte. In the Crowd hätte locker das Zeug zur Single gehabt und es ist sicherlich kein Wunder, dass Weller diesen Song auch heute noch ab und zu live auf der Bühne wieder auspackt. Auf Seite 2 strotzen The Jam wieder voller Energie, gleich mit dem ersten Song Billy Hunt, einem eingängigen, wieder etwas stärker punkigen Track über die Allmachts- und Rachefantasien eines einfachen Arbeiters, der im Alltag das zu tun hat, was sein Vorarbeiter ihm anschafft. Es ist nicht der aufregendste Song, den The Jam jemals aufgenommen haben, aber ein schwungvoller Auftakt für die zweite Hälfte von All Mod Cons. Wer die US-Version von All Mod Cons hat, der wird Billy Hunt übrigens hier nicht finden. Stattdessen wurde nämlich für den amerikanischen Markt der Song The Butterfly Collector auf das Album getan. Im Gegensatz dazu ist das nachfolgende It's Too Bad praktisch der poppigste Song auf diesem Album, sehr melodisch und trotzdem mit Tempo. Wie auch schon auf Nummern wie In the Crowd, schwingt auch hier deutlich der Einfluss der 60er-Jahre-Vorbilder The Who oder The Small Faces mit. Interessant wird es dann besonders wieder mit dem Stück Fly. Der bittersüße Love-Song beginnt wie eine Akustikballade, im Verlaufe setzt dann aber doch noch die ganze Band ein, um den Song in eine Art Indie-Gitarren-Pop zu verwandeln. Auch dies wieder ein schönes Beispiel, wie The Jam und insbesondere Paul Weller stärker mit den Stilen experimentieren wollte und The Jam eben nicht als reine Punkband verstanden wissen wollte. Der nächste Track, The Place I Love, ist dann wieder energiegeladener Power-Pop. Ein Song, der wirklich Spaß macht, aber im Vergleich zu den restlichen Tracks vielleicht noch am ehesten ein bisschen in Richtung Filler tendiert. Vielleicht verblasst der Song auch einfach nur ein wenig hinsichtlich der zwei Hits, die
dann noch folgen und das Album auf hohem Niveau beschließen. Zunächst A-Bomb in Wardour Street, also Atombombe in der Wardour Street. In dem Song beschreibt Weller ein allgemeines Klima von Hass und Gewalt in England. Und laut eigenen Angaben entstand der Song unter anderem aus einer großen Enttäuschung über die Punk-Szene, die sich in manchen Clubs in eine eher gewaltbereite Bewegung entwickelt hatte. Es ist der zornigste und auch einer der düstersten Tracks auf All Mod Cons und gleichzeitig ein wirklich guter, punkiger Rocksong. Und als ob das noch nicht reicht, entführen uns The Jam auf dem letzten Stück der B-Seite in die dunklen Katakomben der Londoner U-Bahn. In Down in a Tube Station at Midnight wird der Erzähler Opfer eines Überfalls durch rechtsextreme Skinheads. Offenbar Vorfälle, die tatsächlich an der Tagesordnung standen im London der Thatcher-Jahre. Textlich besonders beunruhigend das Ende, denn die Schläger nehmen ihrem Opfer die Schlüssel ab. Und ich blickte zurück auf mein Leben. Ich dachte an meine Frau, denn sie nahmen mir die Schlüssel ab und sie wird denken, dass ich es sei. Diese beklemmende Geschichte wurde von The Jam in eine ihrer wahrscheinlich besten Singles verpackt. Musikalisch ist der Song, besonders durch seinen Refrain, ein echter Ohrwurm und so gilt für All Mod Cons, das Beste kommt zum Schluss. Beinahe wäre es allerdings gar nicht so gewesen, denn angeblich wäre Down in a Tube Station at Midnight fast nicht auf dem Album gelandet. Angeblich war Paul Weller eine Zeit lang so unzufrieden mit dem Arrangement und dem Mix dieses Songs, dass er ernsthaft erwogen hatte, das Stück wegzulassen. Zum Glück kam es anders, denn Down in the Tube Station at Midnight erreichte Platz 15 der UK-Charts, die bis zu diesem Zeitpunkt beste Platzierung für The Jam und gilt auch heute noch als einer ihrer beliebtesten Songs. All Mod Cons. Sehr englisch und doch universell ansprechend. Wenn ihr jetzt Lust verspürt, euch eine Vespa zuzulegen und mit eurem Parker durch die Gegend zu brausen, dann kauft euch dieses Album. Wer wissen möchte, wie Punkrock irgendwie zu Britpop wurde, der wird mit diesem Album ebenfalls gut bedient sein. The Jam waren in erster Linie in meiner Sicht eine Singles-Band. Dieses Album allerdings hat keinen einzigen schwachen Moment. Das ist umso bemerkenswerter, als Paul Weller hier wirklich erst ganz am Anfang seiner fulminanten Karriere stand. Heute ist er über 60 und weiterhin produktiv und kreativ. In diesem Sinne, ihr solltet mal reinhören und ich danke fürs Zuhören.